Hans-Martin Schleyer hat sein Leben schon sehr früh mit der SS verbunden. Bereits im Alter von 18 Jahren wird er 1933 Mitglied der Schutzstaffel, damals ein eher kleiner, elitärer Verband, der in der größeren Massenorganisation der SA, zumindest von der personellen Stärke, kaum anfällt, die aber ein elitäres und, wenn man so will, Kaderbewusstsein hat, so etwas wie die rassische Auslese des deutschen Volkes zu verkörpern und der Stoßtrupp des deutschen Nationalsozialismus zu sein für, wenn man so will, die radikalste Veränderung der Welt, die dann in Gang gesetzt wurde. Also er wird im Alter von 18 Jahren Mitglied. Er stammt aus einem Elternhaus in der Nähe vom Bodensee. Er besucht das Gymnasium in Rastatt, wird bereits 1931 Mitglied der Hitlerjugend. Sein Vater wird immer als deutschnationaler Jurist und Richter beschrieben. Ernst Schleyer wird dann auch 1934 hat er keine Probleme daran, sich der nationalsozialistischen Herrschaft anzupassen, der Vater. Und Hans Martin beginnt sein Studium in Heidelberg im Wintersemester 1933-34. Heidelberg ist damals eine der wesentlichen Kettenglieder des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes. Die Universität, der NS-Studentenverband an der Heidelberger Universität, hat einen legendären Ruf bei der völkischen Rechten, bei den radikalen Stoßtrupps der Antisemiten in Deutschland, weil ihnen ist es 1932 gelungen, den Mathematiker und Statistiker Gumbel, Professor auf Lebenszeit und an der Universität Heidelberg, aus dem Amt zu jagen, mit Unterstützung der bürgerlichen Professoren und des akademischen Senats wird Gumbel Mitte 32 der Universität verwiesen. Gumbel ist linksliberaler Jude, er ist Pazifist und er hat eines der bis heute lesenswertesten Bücher über den rechtsradikalen Terror in der Weimarer Republik geschrieben. Und die Heidelberger Universität hat wohl bis in die 90er Jahre gebraucht, um an ihren großen Lehrer und an den Demokraten, den jüdischen intellektuellen Gumbel, zu erinnern. Das ist der Heidelberger NS-Studentenverband unter der Führung von Hans Adolf Scheel, der später der NS-Studentenführer wird und der Hans-Martin Schleyer schnell unter seine Fittiche nimmt an der Heidelberger Universität. Schleyer realisiert sehr schnell, er beginnt bereits Schulungen abzuhalten in Rassekunde, in Wehrkunde. Er organisiert Übungen und, wenn man so will, sein Gesellenstück macht er 1935. Er ist gleichzeitig neben dem NS-Studentenverband ist er Mitglied in der völkischen Burschenschaft, adligen Burschenschaft Suevia. Er geht 1938, wird er von der NS-Studentenführung nach Innsbruck geschickt im Juni 1938, also unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Truppen am 15. März 1938 und der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich, gilt es, die österreichischen Universitäten gleichzuschalten und im Sinne des Nationalsozialismus auszurichten. Und diese Aufgabe übernimmt unter anderem Hans Martin Schleyer. Scheel und viele seiner Mitstreiter, viele der Kader des NS-Studentenbundes werden dann ab 40, 41, wenn man es so will, zur Elite der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Sie übernehmen Funktionen in den Einsatzkommandos im Osten, sie kommandieren Gestapo-Einheiten, SS-Einheiten, Konzentrationslager, man dann nennt kämpfende Verwaltung. Das heißt, sie sind Intellektuelle, überzeugt von ihrem Tun, von ihrer Weltanschauung und sie haben
etwas, was sie universell einsatzfähig macht in ganz Europa. Man kann es bis heute so dieses Chor merkwürdigerweise beschreiben mit dem, was man heute so als moderne Unternehmensführung halt verlangt. Das heißt, sie sind eigenständig, sie können Aufgaben selbstständig lösen, sie brauchen keine Anweisungen von oben, also dieses traditionelle Bild, was wir ja in Deutschland so gern haben, bis 1945 war das vor allen Dingen auf Befehl und Gehorsam passieren. Das ist schlichtweg falsch. In Innsbruck ist das Pogrom vom 9. November 1938 für die jüdische Gemeinde fürchterlich, weil sich genau aus dieser Innsbrucker Universität die Schläger- und Mordtrupps der SS organisieren. Schleiers alter Studienkollege Lausenegger führt diese Trupps an, die vier führenden Mitglieder der jüdischen Gemeinde von Innsbruck ganz einfach totschlagen, wenn man das liest. Man findet 1940 bekommt Schleier einen Orden am 9. November 1940, aber es ist bis heute ungeklärt, wo er an diesem Abend in Innsbruck ist. Hat in seinem Privatleben aber zu dieser Zeit etwas sehr Wichtiges zu lösen. Ein sehr großes Problem ereilt ihn, weil durch Erlass Himmlers und durch vermehrte Anforderungen an die rassische Reinheit der SS-Mitglieder, der SS-Kader, er gezwungen ist, 1937 und 1938 einen kompletten arischen Nachweis seiner Herkunft zu führen, der für SS-Mitglieder bis 1800 reichen muss. Was bedeutet das für ihn? Nun ja, er hat bis die nachzuweisen, dass es keine Juden in der Familie gibt. Ein fürchterlicher Aufwand und voller Angst, weil der Urgroßvater väterlicherseits ist unehelich und er findet keine beweisfeste Belege dafür, dass es sich nun nicht um einen eventuell jüdischen Menschen handelt. Damit scheitert ein wichtiges Unterfangen, was er zu dieser Zeit plant, nämlich seine Heirat mit Waltrude Ketterer, die als Tochter eines der höchsten SA- und SS-Führer in München, Blutordensträger der NSDAP, weil er am 9. November 1923 mit den faschistischen Sturmtruppen, mit Adolf Hitler in München putscht, der als oberster SA-Führer und Medizinfunktionär an der Entwicklung der Euthanasie beteiligt ist, Emil Ketterer, ihr Vater. Und dieses Dilemma, nicht heiraten zu dürfen, also unter diesem Stigma zu leben, jüdisches Blut zu haben, was bedeutet in den Wahnfiguren, in den rassistischen Wahnfiguren, ein Tropfen jüdisches Blut über die Generationen besiegt auf jeden Fall immer den arischen Blutsanteil. Ich habe mal diesen Lebenslauf mitgebracht, Lebenslauf ist gut. Also das ist sozusagen die Familie, können Sie nachher gucken, das ist sozusagen die Familie Schleier bis 1800 mit dieser leider fatalen Lücke, die da drin haftet. Und diese Heiratserlaubnis wird ausgesprochen und für die Ehe muss man zwei Bürgen bringen. Das zweite ist SS-Obergruppenführer Wolf, Chef des persönlichen Stabes, Reichsführer SS, der die beide für die Ehe bürgen. Vielleicht sollte man was zu dem Wolf sagen, der bis weit in die 80er Jahre hier in der Bundesrepublik eine Rolle gespielt hat. Wolf wird für seine Tätigkeit im Vernichtungsapparat der Nationalsozialisten nie belangt. Es geht die Legende um, die in Deutschland gerne geglaubt wird. Er hätte 1944 den Papst vor der Entführung durch SS-Kameraden gerettet und auch 1945 wesentlich zum Waffenstillstand zwischen den Alliierten und den deutschen Truppen in Italien beigetragen.
Und Wolf fühlt sich sicher. Er geht dann so weit, als Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht steht, ihm öffentlich beizuspringen, hier in der Bundesrepublik, und sagt, er als SS-Funktionär hätte auch bis zum Ende des Krieges im Prinzip nichts von der stattfindenden Vernichtung der europäischen Juden gewusst. Und es kommt dann ein Faktor ins Spiel, der in Deutschland ja immer wirklich wichtig ist. Es gibt eine grenzenlose Empörung im Ausland über diese Bemerkungen von Wolf, und die Staatsanwaltschaft muss ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiten, wegen 300.000-fachen Beihilfe zum Mord. Es verhält sich so damit, als zwischen dem 1. Juli 1942 und dem 31. August die Warschauer Juden, es sind ungefähr 320.000 Menschen in 5 Wochen, das heißt 10.000 am Tag, von der Deutschen Reichsbahn nach Treblinka gebracht werden und dort sofort mit Gas erstickt werden, gibt es einen Engpass in der Transportkapazität. Und der stellvertretende Reichsbahnminister wendet sich an Wolf, dessen Nähe zu Himmler ihn vermuten lässt, dass er dieses Problem lösen kann. Und Wolf macht den Fehler, darauf schriftlich zu antworten, und schreibt ihm, es wird ihm eine Ehre sein, dabei zu helfen, das auserwählte Volk in sein verdientes Schicksal zu bringen, und er sorgt dafür, dass diese Züge, dass diese Transportkapazität zur Verfügung gestellt werden. Also das ist einer der Bürgen, der persönliche Bürge für diese Ehe. Wolf geht dann 64 vor Gericht, kriegt immerhin Beihilfe zum 300.000-fachen Mord, 15 Jahre, gesundheitliche Probleme treten auf, und er wird 1969 freigelassen. Und wir treffen ihn dann wieder Anfang der 80er Jahre, als er dem Stern dabei hilft, die Echtheit der Hitler-Tagebücher zu bestätigen. Da ist er einer der Gutachter, auf die sich der Stern beruft. Und bevor er dann nochmal vor Gericht kommt, diesmal in Sachen Hitler-Tagebücher, erspart wohl der Öffentlichkeit sein Ableben diesen erneuten Auftritt. Es ist über diesen ganzen Komplex der Heirat, das kann ich Ihnen nun sagen, als ich 2009 das geschrieben habe, dachte ich nun wieder, wunders, was ich da gefunden hätte, nun diese große Enge zwischen Himmler, der das Fräulein Ketterer persönlich kennt, zwischen dem NS-Vernichtungsapparat und natürlich Hans-Martin Schleyer, damals noch, wenn man so will, zwar ein überzeugter Nazi, aber ein kleines Licht in der Hierarchie. Das ist bis heute etwas, was man nicht findet. Also es gibt dieses größere Detail in der Biografie Schleyer in der bundesdeutschen Öffentlichkeit schlichtweg nicht. Auch, dass Frau Ketterer auch am 1. Mai 1937 bereits Mitglied der NSDAP wird. Ich sagte bereits, weil es eine der, wenn man so will, mit das erste Frauenförderprogramm der deutschen Geschichte ist, dass ab 37 die NSDAP-Bezirke aufgefordert werden, doch mehr Frauen aufzunehmen. Und Frau Schleyer, der Ketterer, dies wahrnimmt und am frühestmöglichen Termin, am 1. Mai 1937, Mitglied der NSDAP wird. Auch das ist bis heute etwas, was nun ja, man findet es auch, ja, noch bei ihr auf ihrem Wikipedia-Eintrag ist es jetzt, weil halt diese Dinge einfach nicht zu bestreiten sind. Und das ist nun zu der Amnestie, Sie haben das eben gesehen, zu der Wohnung kommt die Amnestie der Trauzeugen dazu, kommt die Amnestie des engen Kontaktes ihres Vaters als überzeugter, hoher NS-Funktionär, als Euthanasie-Theoretiker, als Mörder in der Münchner SA, der 4 Jahre interniert ist bis 1949. Das ist etwas, was auch bis heute nicht den Stellenwert hat. Der FC 1860 München, dem ist das auch nichts wert. Ketterer Emil war bis 1945 der Vorsitzende des Vereins 1860 München, des proletarischen
NS-Mustervereins, was bis heute auch keine Erwägung gemacht hat. Das sind Verknüpfungen, die tief in die deutsche Geschichte reichen und die zumindest einer Problematisierung bedurft hätten. Die Enkel erinnern sich immer an ihren Opa, die ja noch alle heute leben, war inzwischen ein guter Kerl, mit der dicken Zigarre kam er ins Haus Schleier, hatte immer einen Witz, und man über das, was er nun, die Verantwortung, die er hat, als, nun, ich sag's mal einfach, als NS-Massenmörder, als politischer Funktionär, das ist außerhalb. Es hätte eine ganz andere Familienbiografie natürlich ergeben, wenn man das, wenn man diese Dinge würde darstellen. Der Weg geht weiter, führt, wenn man so will, Hans-Martin Schleier mit den deutschen Truppen, mit der deutschen Expansion in andere Regionen. Im April 1939 besetzen die Wehrmachtsverbände das sogenannte Protektorat, die Restschechei, die Hauptstadt Prag, marschieren deutsche Truppen ein und errichten dort die deutsche Herrschaft, bilden das sogenannte Protektorat Böhmen und Mähren. Das geht natürlich einher mit der Zerschlagung der tschechoslowakischen Demokratie, mit der Vernichtung des tschechischen Staates, der soll zum Anhängsel Deutschland werden, dessen Ziel ist, das Land zu germanisieren. In dieses Milieu kommt Schleier, in diese deutsche Besatzungsherrschaft 1940, und wird Chef des Prager Studentenwerks der Deutschen Universität in Prag. Das hört sich schon ein bisschen prosaisch an, wenn man heute Studentenwerk hört. Nun ja, schlechtes Mensaessen, keine Ahnung, zu meiner Zeit gab es da immer Sprüche drüber. Aber es ist damals ein wichtiger Punkt, diese Prager Deutsche Universität, weil sie zur Germanisierung des Landes eingesetzt werden soll. Prag soll deutsche Stadt werden, und dafür ist es notwendig, vor allen Dingen die Eliten nach Prag zu bringen. Und Schleier erfüllt hier eine wichtige Funktion. Das Studentenwerk ist das größte im Deutschen Reich, und die Prager Karls-Universität ist SS-Universität, ist Frontuniversität. Er ist dort, wenn man so will, mit dem Alltagsgeschäft dieser genozidalen Diktatur beschäftigt. Er verteilt studentische Wohnungen, studentische Zimmern, die ehemals von Juden bewohnt waren. Er organisiert Schulungen in Rassekunde, aber auch so ein ganz bürokratischer Alltagsbetrieb, dafür ist er zuständig. Und er ist ein mächtiger Mann, weil diese Prager Deutsche Universität hat eine Schlüsselstellung, zu dem nach 1941 im September Reinhard Heydrich, der, wenn man es so will, der Organisator der NS-Vernichtungspolitik in Europa nach Prag kommt, um dort als Reichsprotektor zu residieren. Und das radikalisiert diese deutsche Besatzungspolitik noch einmal. Es kommt zu Massenhinrichtungen, und es vollzieht sich nach der Ankunft Heydrich etwas, was man dann gemeinhin als die Endlösung der Judenfrage im Jargon des Regimes bezeichnet. Das heißt, die Kennzeichnung, die Stigmatisierung, die Erfassung, die Enteignung und die Konzentration der jüdischen Bevölkerung des Protektorats vollzieht sich innerhalb von einem Jahr. Man muss sich das vorstellen, ich beschreibe es nur für Prag, da leben 40.000 Menschen, das ist Bürgertum, das sind Ingenieure, das sind Ärzte, das sind Professoren, das sind Handwerker, die dort leben, und diese werden aus ihren Wohnungen vertrieben, aus ihren Häusern, sie werden enteignet, ihre Ersparnisse, ihre Grundstücke, all dies wird ihnen entzogen, sie werden rechtlos, sie werden vogelfrei. Und Schleier wird persönlicher Referent des Chefs dieser Wirtschaftsvereinigung, Adolf. Das ist nun auch kein Unbekannter, der war der oberste Führer der Prager Nazi-Studenten. Schleier will noch 1970, trifft er sich mit
einem anderen persönlichen Referenten von Adolf Kuhn Weiß, ein großer SS-Mörder, 1943 in Weißrussland. Beide treffen sich nochmal, um dem verstorbenen Adolf darüber nachzudenken, wie man ihm könnte eine wissenschaftliche Reputation verschaffen, eine wissenschaftliche Arbeit, eine Biografie machen könnte, die seine Tätigkeit im Protektorat als Wirtschaftsführer würdigt. Also wohlgemerkt, 25 Jahre nach dieser Tätigkeit gibt es da überhaupt kein Tun und kein Halten, das in jeder Beziehung positiv zu finden. Ich will jetzt nichts zu Adolf sagen. Er wird hier von Hachmeister auch als natürlich als so eine Art früher Wirtschaftsführer porträtiert. Adolf findet überhaupt nichts dabei, Denkschriften zu verfassen, wo er die Tötung der Hälfte der tschechischen Bevölkerung verlangt. Also das ist einfach da auf die Idee gekommen, auf so jemand einen Technokraten zu machen. Das ist auch schon eine besondere Leistung. Ist aber das Bild bis heute. Das sind Technokraten am Werk. Ja? So frühe Wirtschaftsfunktionäre, später versteigt sich das bei einigen Autoren, dass quasi in diesem Rüstungsmanagement von Adolf von Schleyer und allen und anderen schon das frühe Wirtschaftswunder der Bundesrepublik angelegt ist, weil diese Leute dort moderne Managementmethoden lernen. Also das Wunder, er verschweigt dies nicht mit diesen SS-Mitgliedschaften und so, aber das wird sozusagen sauber, diese ganze Geschichte, das Dreck und das Elend und das Sterben in Messegelände, wo man zugucken kann und das, wenn man es so will, das Schicksal von 40.000 Prager jüdischen Menschen, das verschwindet bei ihm auch hinter so einem Vokabular. Für Schleyer bedeutet das, nachdem, nun ja, ich sagte es, der Weg führt ihm vom Studentenheim in die Messegelände 19, ist er nun in dem engeren Kreis der Herrschaft, in den engeren Kreis der Funktionselite angekommen. Und es folgen natürlich, wenn man so will, von seiner Warte aus gesehen, zwei wesentliche Belohnungen. Das erste, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber doch von großer Bedeutung, er bekommt nach einem längeren Tauziehen endlich diese Villa zugesprochen, weil ganz anders als Frau Schleyer das nun erzählt, da stehen einfach so Villen leer und nun ja, man landet da irgendwie drin, wie das so ging, weiß man nicht, ist das natürlich ein hochpolitischer Akt, die Übertragung einer ehemals jüdischen Villa, die 1923 gebaut wurde von Emil Weigner, einer der Direktoren der Prager Bank, gehobenes jüdisches Bürgertum, mit seiner Frau Marie Weigner wohnt er dort seit 1923. Er ist in keinem Matrikel der jüdischen Gemeinde eingeschrieben. Er gehört, wenn man so will, zur gehobenen Schicht in Prag. Er macht Auslandsreisen nach Italien, nach Schweiz, inzwischen Polyglotter Mann, und er bewohnt halt diese Villa mit seiner Frau und muss sie 1940 verlassen. Ganz einfach, ich habe es gesagt, in diesem Prozess der Deportation und Enteignung, was 40.000 Menschen in Prag trifft. Es sind allein 14.000 Wohnungen und Häuser, die deutsche Verwaltung unter Kontrolle hat aus ehemaligem jüdischem Eigentum und die verteilt werden, deren Eigentum verteilt wird, in 51 Lagerhäusern konzentriert. Und das bedeutet, was in Prag losgeht, ist Goldgräberstimmung, ganz einfach. Das heißt, die NS-Eliten, die Reichsdeutschen, die nach Prag kommen, die Angehörigen des Verwaltungsapparates, die Angehörigen der deutschen Universität, sie riechen den sozialen Aufstieg. Und das ist an dieser Villa wunderbar nachzuzeichnen, weil nachdem man das Ehepaar Weigner gezwungen hat, diese Villa zu verlassen, kommt sie in die Verfügungsgewalt der Auswanderungsstelle bzw. der Treuhandschaft in Prag, und es gibt Bewerber ohne Ende für diese Villa. Und jemand bekommt den Zuschlag, getreu dem Programm, was da heißt, dass diese deutsche Karls-Universität als SS-Universität weiter ausgebaut
werden muss, das ist der Frankfurter Jurist Friedrich Clausing. Der darf, das ist ein Hin und Her, wenn man das liest, diese Schriftwechsel, ein Hauen und ein Stechen. Und es ist ganz klar, es geht natürlich nach politischer Zuverlässigkeit, nach der Wertigkeit für das Regime, der so ein Haus hält. Bubenetsch ist an sich ein vornehmes, gehobenes bürgerliches Viertel, wo ab 1940 sozusagen sich die gesamte deutsche Besatzungs- und Vernichtungselite danach drängt, in diesem Viertel zu wohnen. Und dieser Clausing bekommt die Villa zugeschlagen mit Frau und vier Kinder, die er hat. Er ist zu dieser Zeit als Jurist in Frankfurt damit beschäftigt. Die Uni hat er sich seine Sporen verdient durch die Säuberung der Uni von der Linken und von Juden. Und als Jurist ist er von einer Manie besessen, die sich quasi bis zum Schluss seines Lebens zieht. Das heißt, in juristischen Werken Juden zu identifizieren, die einfach so zitiert werden, ohne ihre jüdische Zugehörigkeit zu kennzeichnen. Also damit ist er stark beschäftigt und er macht da schnell Karriere an der Prager Universität, wo er dann bereits 41 halt hinkommt. Nicht ohne, wenn man diese Schriftwechsel liest, was einem, ja, wie soll man das sagen, es treibt einem wirklich den Ekel halt hoch. Es geht ihm um Kohlebeihilfen, um Reparaturkosten. Er feilt um eine Reichsmark, wer das übernimmt und so. Und man weiß, was dahinter steht, ist der in Gang gekommene Vernichtungsprozess, der zu dieser Zeit Zehntausende von Menschen aus Prag in die Gaskammern führt und sie einem namenlosen Elend überantwortet. Das ist für Clausing kein Punkt. Er findet das, er begrüßt das, er ist ein hoher SA. Nun Anhänger in der Freizeit, beteiligt er sich gern an Wehrübungen und SA-Übungen. Und das ist so ein Anliegen von ihm. Und er zieht in diese Villa ein, zwei Jahre, macht Karriere an der Prager Universität. Er wird dann Rektor der Prager Universität 1944. Und wenn man es so will, ist er schon am Ziel seines Lebens angekommen. In der Prager Gesellschaft gehört er zur Elite. An der Universität ist er einer der Chefs. Er verkehrt mit Karl Hermann Frank, dem Nachfolger von Heydrich im Ratschin. Und es läuft alles sehr gut für ihn. Und dann passiert halt etwas, was er nun wirklich, womit er nicht rechnen konnte. Einer seiner drei Söhne nimmt als Adjutant Stauffenbergs am 20. Juli teil. Karl Friedrich Clausing, ich habe dann rausgefunden ungefähr, was mit beiden passiert ist. Emil Weigner wird verhaftet, Weihnachten 41, wegen Verschiebung jüdischen Eigentums nach Pankraz eingeliefert. Das ist das zentrale Gestapo-Gefängnis. Anfang Januar 42 nach Mauthausen gebracht, wo er fünf Wochen später einfach tot ist. Mauthausen ist das mörderischste Lager für den tschechischen Widerstand und die tschechischen Juden. Es sterben dort insgesamt 110.000 Menschen bis 1945. Marie Weigner wird nach Ravensbrück deportiert. Ich habe ihren Transport gefunden. Mit 26 anderen Tschechinnen und Jüdinnen kommt sie nach Ravensbrück, ist dort drei Monate und wird dann zu etwas Furchtbarem bestimmt. Sie wird als Vorauskommando Ravensbrück nach Auschwitz gebracht, um dort das Lager Birkenau aufzubauen, also wo im Frühjahr 42, im Sommer 42 die Massentötungen durch Giftgas beginnen. Man findet im Kalendarium der Ereignisse des Konzentrationslagers Auschwitz leider nichts darüber. Es ist einiges vernichtet worden. Ihre Spur taucht wieder auf im Oktober 42, was selten ist, mit einem ausgefüllten Totenschein. Also sie stirbt angeblich an Herzversagen. Oktober 42
in Auschwitz. Ich habe mir dann angeguckt, wer das ausgefüllt hat. Das ist der Oberarzt Vetter, heißt er, von der EG Farben abgestellt zur Flecktyphusforschung, zunächst in Dachau. Dann kriegt er ein schönes Laboratorium in Form der Häftlinge von Auschwitz und errichtet dort den Block 10, einer der fürchterlichsten Dinge in Auschwitz, wo konzentrierte medizinische Experimente durchgeführt werden. Und eines der, was ich gefunden habe, im Juli 1942 beginnt mit Unterstützung der EG Farben. Es gibt da einen Briefwechsel dazu, ein neues Flecktyphus-Experiment, wo 240 Jüdinnen infiziert werden. Das Gegenmittel wirkt nicht und sie sterben alle. Das ist was vollkommen Normales. Gibt kein Aufsehen. Die Amerikaner haben ein bisschen Aufsehen daraus gemacht und haben den gehängt, 1947. Und ich vermute, dass das, also dieser Totenschein von Marie Wagner, damit zusammenhängt. Und ich habe die Bilder der beiden gefunden und auch hier abgedruckt, dass das sozusagen ein Gesicht bekommen hat, was denn da im Einzelnen denn passiert ist mit denen, wo man ja nicht so weiß, genau, und wo auch keiner gefragt hat und keiner geguckt hat. Für Schleyer ist jetzt mit dem Tod von Clausing, da beginnt auch wieder der Wechsel, wer kriegt jetzt dieses Ding, diese Villa und so, und er kriegt einen Zuschlag im Oktober 1944. Gleichzeitig, und das ist für ihn das Größte, wird er endlich zum SS-Offizier im Reichssicherheitshauptamt ernannt. Das heißt, er wird versetzt von der 83. SS-Standarte Tirol, wo er offiziell noch geführt wird, in die Zentrale der Vernichtung, in das Reichssicherheitshauptamt, und ist dort als niedriger SS-Offizier unter Sturmführer, ist sein Titel. Man hatte 4 Monate Zeit, alles zu verbrennen. Und Schleyer sich bis zu seinem Lebensende an sich nie äußert, was er eigentlich gemacht hat, weil er immer fürchten musste, Bestände, die in doppelter und dreifacher Ausführung, man weiß, wie die deutsche Bürokratie arbeitet, dass da noch irgendetwas auftaucht. Aber das ist eine verbrecherische Organisation, ganz eindeutig. Das Reichssicherheitshauptamt ist die Zentrale der Vernichtung. Dort ist die Abteilung 4b von Eichmann, die Vernichtung der europäischen Juden organisiert. Dort sind die Abteilungen der Gegnerbekämpfung, die den europäischen Widerstand ausmerzen sollen. Dort ist, wenn man es so will, das Gehirn der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik konzentriert. Und für Schleyer ist das eine hohe Ehre, weil damit ist etwas anderes verbunden, wenn Sie sich erinnern, was ich so ein bisschen erzählt habe über diese Eheschließung, die da nicht zustande kommt. Das heißt, damit ist der rassische Makel mit diesem Urgroßvater, wo man nicht genau weiß, ist aus dem Weg geräumt. Und es ist dann, was passiert, auch nach dem Bezug der Villa wird Waltrude direkt schwanger. Und Horst Eberhard, der erste Sohn, wird geboren. Also das ist so, wenn man diese Familiengeschichte rekonstruiert, ist das so der Höhepunkt, dass das Jahr 1944. Ja, ist es nochmal der Karrieresprung. Auch wenn, das muss man halt sagen, das nun leider fast zu spät ist. Wir haben dann, ich habe es gesagt, der Vormarsch der Alliierten. Es kommt zum großen Aufstand in Prag vom 5. bis zum 8. Mai. Und er kann aus Prag entkommen. Ich bin mir sicher, dass dazu, wenn er in die Hand des tschechischen Widerstandes mit diesem Kuhn-Weiß, ich sagte es schon, mit diesen SS-Mördern gefallen wäre, wäre er zumindest in Prag vor Gericht gestellt worden und hätte wie Kuhn-Weiß lebenslänglich bekommen oder etwas Ähnliches.